Herein! Willkommen! Du bist der Samichlaus? Ja, das solltest du ja wissen. Früher war ich öfters bei dir. Ah ja, ich hatte ja, immer... dass du dich da traust, bei mir vorbeizuschauen. Ja, ich habe was Tolles mitgebracht. Ah ja? Ah, der Samichlaus bekommt etwas. Was sehen da meine müden Augen? Das ist ein Samichlaus-Bier. Ja, früher hatten wir das jedes Jahr von der Hürlimann in Zürich. Gab es ein Samichlaus-Bier, aber das gibt's schon lange nicht mehr. Ich muss dir jetzt was gestehen. Das habe ich aus Österreich mitgebracht. Aus Österreich? Ja, das ist kein Seich. Von der Brauerei Eckenberg? Ja. Ja, das sind mir Luszapfen. Haben die das Samichlaus-Bier jetzt wieder produziert? Die haben das irgendwie uns geklaut. Beim Skifahren bringen sie nichts zustande. Aber das Bier, das Gute, das machen die wieder. Ja, das ist mir eine Sache, du. Ja, wollen wir das mal probieren? Wir probieren's. Ja, das Samichlaus hat immer ein Gläschen parat. Falls ein Gast vorbeikommt, ich bin gerade meine Geschenkliste am Schreiben. Aha, also, was steht? Bin ich auch drauf? Geschenkli 1 und 2 auch ein Geschenkli. Und drittens nochmal ein Geschenkli. Sind halt alles Geschenkli. Ja, aber jetzt mache ich da Pause. Ja, jetzt trinken wir mal dieses Samichlaus-Bier. Ja, das ist ja eine Freude, ist das. Ja, jetzt hast du einen Flaschenöffner. Geh mal da. Findest du einen Flaschenöffner da? Aufstehen mag ich jetzt nicht mehr. Bin schon ziemlich müde von der Büroarbeit. Und die schreiben die immer noch Samichlaus. Verstehen denn die das überhaupt in Österreich? Ich rede ja perfekt Deutsch. Aber ob die auch so das verstehen, dieses Schweizerdeutsch? Ich würde sagen, wir machen es mal auf, oder? Ja, wir machen das auf. Schauen wir mal, ob das immer noch richtig Bums hat. Das Samichlaus hatte immer richtig Bums. 14% hatte das mit. Das war das stärkste Bier der Welt. Ich bin ja auch der stärkste Mann der Welt. Der Samichlaus. Oh, schau mal. Schön. Ein karamellglänzendes, wunderbares, gülden schimmerndes Getränklein. Ah, zum Wohl, Samichlaus. Schön kommst du mich besuchen. Ja, samtig im Antrunk, malzig, süß, wie eine süß. Granate und wohlig wärmend geht es runter. Das ist ein goldenes Tröpfchen. Aber jetzt fällt mir ein, Reto, ich habe ja noch etwas da bei mir im Parat. Boah. Schau mal, ich habe ja noch die richtigen Krüglein. Da nicht so aus dem Glas da trinken. Samichlaus Bier, das stärkste Bier der Welt. Das stärkste Bier der Welt. Schenken wir das da in die Richtung. Machen dass wir das es richtig irgendwie gemacht wird. Weil ein Samichlaus, der trinkt schon lieber aus dem richtigen Gefäß. He? So. Jetzt richtig. Ahoi. Oh, eine Wohltat. Eine Wohltat. Wieso kommst du mich denn überhaupt besuchen, Reto? Du hast ja hier kein Internet und ich wollte dir jetzt doch auch mal zeigen, du bist ja doch ziemlich begeistert von diesem Bier. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich möchte dir doch die Brauerei mal zeigen, wo das eben hergestellt wird. Hast du denn so ein Filmkistli dabei? Ja. Wo man das angucken kann? Ich habe ein Filmkistli dabei. Aha. So. Ich zeige dir jetzt mal den Jeff, der ist etwas weniger gewichtig als du. Aha, so ein Schmalspurbrauer. Wir sind jetzt von der 8. Generation. Wir führen die Brauerei seit 1803 als Familie. Der Vater ist Gesellschafter, Eigentümer. Ja. Ich mache den operativen Teil der Geschäftsführung in Österreich. Wir haben ein Schwesterunternehmen, die Eckenberger International GmbH, das macht mein Bruder. Das Unternehmen ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Samichlaus als Schweizer Bier
den Weg dann zu uns nach Forchdorf gefunden hat. Ja, der Samichlaus, das kennen ja wahrscheinlich nicht alle. Samichlaus, das ist eigentlich auch unser Bezug, den die Schweizer zu dieser Brauerei haben. Mhm, genau. Wegen dem Samichlausbier, was eben eigentlich irgendwie aus der Schweiz kommt. Aber wie kam denn dieser Samichlaus hierher? Und überhaupt Samichlaus, hier sagt man doch gar nicht Samichlaus. Bei uns sagt man eigentlich der Nikolaus, oder wie sagt man? Genau, bei uns sagt man Nikolaus. Nikolaus! Schon damals. Geht oder? Gar nicht. Da habe ich höchstens am Sack einen Nikolaus. Wir haben den Schweizer Namen erhalten, weil das einfach eine, wie sagt man heute, Brand. Schon damals war eine wirklich eine bekannte Marke im Bierspezialitätenumfeld, im internationalen. Ende der 70er erfunden von der Brauerei Hürlimann. Jetzt? War über viele Jahre das stärkste Lagerbier der Welt. Und hat sich in diesen Anfangsjahren, wo Craft Beer jetzt noch gar kein Thema war, hat keiner gekannt, ja, hat sich schon einen riesen Namen gemacht, eben bei einer damals noch sehr kleinen Gruppe an Bierfans, die halt einfach ausgefallene Produkte geliebt haben. Die wollten was anderes schmecken als normales, helles Bier. Das ist eigentlich krass. Ja, das ist ein sympathischer, der gefällt mir jetzt noch da. Hä? Ja, ist der Chef von dieser Brauerei, die dein Bier braut. Das ist schön, dass diese Tradition weiterlebt. Das ist super. Hätte ich nicht gedacht. Hä? Internet sei Dank und dank deinem Besuch, Reto. Herr Hopfenerd ist unterwegs. Habe ich das rausgefunden? Jetzt, da gehe ich auch mal. Musst du auch mal gehen? An dieses Eckenberg. Ja. Ja. Willst du mal schauen, wie es gebraut wird? Wo es gebraut wird? Ja. Das ist also ganz, ganz schön. Oh, jetzt können wir da jetzt geht's in die Tür ins Schloss. Die haben hier keine Brau. Ah, das ist hinten. Da habe ich gedacht, die haben nur das Bild einer Brau. Nein, ich muss vielleicht noch sagen, da gegenüber dem Bild ist eine kleine Privatkapelle. Die haben eine Privatkapelle und immer am 6. Dezember, wenn sie den nächsten Samichlaus wieder fürs nächste Jahr brauen, machen sie zuerst so eine Andacht dort. Aha. Und dann geht es eben rüber über diese Tür ins Sudhaus. Nein, ich fasse es ja gar nicht. Da ist das Sudhaus hinter dieser Tür. Wie cool ist das? Also das sind aus den 60er Jahren noch die Kupferkessel. Die wir noch im Einsatz haben. Oh ja, es ist gerade am... Da ist jetzt sozusagen eigentlich das Abläutern fast fertig. Ja. Du wirst dann gleich austrebern, also im Prinzip die Treber hinaus in den Silo. Dieser Geruch. Verschieben, ja. Der Geruch ist natürlich so phänomenal. Hi. Wir haben auch bei den Gräbern natürlich das Bestreben, Kreislaufwirtschaft zu betreiben, also verkaufen das an örtliche Landwirte. Es steht auch gerade draußen einer, der fährt jetzt zu seinen Viecher. Die freuen sich schon. So, voll auf Gefäß, klassisches Bierbrauen, so wie es schon viele Jahrzehnte, fast Jahrhunderte halt üblich ist. Haben 220 Hektoliter Ausschlagmenge, machen 4 Sude am Tag und füllen damit einen von den großen Gärtanks. Die Tanks da draußen. Also die 900er Gärtanks füllen wir. Das ist ein tolles Filmli, was du da gemacht hast. Riesige Gärtanks. Ja, das sind tolle Leute. Kann der mich jetzt da sehen? Kann ich ihm winken noch? Einen Gruß vom Samichlaus. Er zeigt dir dafür jetzt, wo der Samichlaus eben noch erwachsen wird. Aha. Also das ist jetzt der Samichlaus-Keller. Ne? Genau. Hier kommt er eigentlich auf die Welt dann so richtig. Kann man sagen. Ja, also genau. Im Sudhaus schon, aber hier, ja, hier wird er erwachsen. Man sieht es an den kleineren Tanks einfach. Ja, ja. Also da ist jetzt der nächste Jahrgang drin, oder? Genau. 2019 eigentlich. Ja. Wir sagen 2019, also ist immer bottled in. Der bleibt hier sehr lang, hast du vorhin gesagt. Genau. Wir haben, hier, das kann man sagen, wir haben beim Samichlaus circa 2 Monate Hauptgärung. Die letzten paar Prozent Alkohol dauern extrem lange. Dann geht es 9 Monate, 10 Monate nochmal in den Lagerkeller, wo dann die Reifephase ist. Und das ist dann hier rein. Alles Samichlaus. Sehr schön. So. Jetzt ist das viel moderner geworden, wie ich das sehe. Der Samichlaus. Ja. Jetzt müssen wir noch schauen, was weiter passiert mit dem Samichlaus. Aha.
Weiß ich darf reinfassen. Ja. Aber ich kann es nicht rausnehmen. 87er Jahrgang noch. Das ist aus der Hürlimann-Zeit. Mhm. Ah ja, hier jetzt noch. Schau mal, ein Hürlimann-Krug. Ein kleiner Babykrug. Ja. Hab ich noch viele im Regal. Hast du auch einen 87er mit von Hürlimann noch? Ja, ja, ich habe 83er und 84er. Da unten im Keller? Unten im Keller, ja. Das holen wir aber noch hoch nachher, oder? Ja, da müssen wir mal schauen. Jetzt trinken wir mal das Österreicher Zeug da. Gut. Da liegt's. Mhm. Samichlaus Helles 2007. Eieiei. Ja, das sind die richtigen Schätze da, ja. Das ist. das sind Schätze, auch wenn es einfach so in Karton eingepackt ist, sind es wirkliche Schätze. Ja. Das ist nicht gerade viel, hä? Nein, das sind nur so die von 19, von 10 Jahren so die. Aha, so das Müsterli. Sind ja Jahrgangsbiere, Müsterli, ja. Aha. Müsterli. Und eigentlich ist es ja schon schade, dass das die Österreicher waren. Man müsste doch denen das Rezept irgendwie wieder, oder? Ja, das Rezept haben die schon noch in der Schweiz. Schon, aber er sagt, jetzt schau mal. Samichlaus Rezept. Ich kann es nicht lesen, aber... Ja, wir haben es mit ein paar nicht bekannten, also zumindest euch nicht bekannten Umrechnungsfaktoren versehen. Also, man darf es zeigen. Man darf es zeigen. Die Machart ist richtig, das ist so, wie es ist, aber die Zahlen stimmen nicht rein. Genau. Ah. Tut mir leid. Das war ja eigentlich mein einziges Ziel, die Spionage ja, heute. Außerdem wacht gegenüber der Nikolaus, der heilige Nikolaus. Gegenüber? Nikolaus? Dass da dann bisher kein Schindluder getrieben wird. Der Samichlaus gegenüber, der aufs Rezept aufpasst. Also eigentlich ist Samichlaus-Bier jetzt schon in guten Händen. Ja, das finde ich toll. Da habe ich jetzt Freude. Ist das gut? Reto, danke für deinen lieben Besuch. Gerne. Und etwas schulde ich dir noch. Du hast mich gefragt, wie sprechen die denn Samichlaus aus? Ja, sag mir das. Ja, das musst du jetzt anhören. Also ich kannte den Namen Samichlaus von früher nicht. Ich habe nicht gewusst, dass das schweizerisch ist. Ich habe nicht gewusst, dass das der Nikolaus ist. Ich glaube, so geht es den meisten Österreichern. Sie sagen eigentlich meistens Stanislaus. Was? Stanislaus ist im Wortschatz vielleicht stärker vorhanden. Und Jesus Maria! Muss ich es immer wieder korrigieren. Stanislaus! Ja, da habe ich jetzt keine Freude da an diesen Österreichern. Das sind glatte Vögel da. Samichlaus heißt das. Oder vielleicht noch Santichlaus, wenn man in Basel wohnt. Aber sicher nicht Stanislaus. Nein, hey, Himmel und Erde, du. Ja. Ja, nehme ich noch mal einen Schluck. Nimm noch einen Schluck. Da wird mir zu viel da. Jesus Maria, du. Ich wollte dich jetzt nicht... Ja, nicht die Freude drüben jetzt. Ich schreibe da meiner Liste weiter. Ja, schreib an deiner Liste. Sonst wird mir das zu viel. Vielleicht noch ein Geschenk für Eckenberger? Ein Geschenkli, genau, für Eckenberger. Eckenberger, ja. Eckenberg. Ich muss schon richtig schreiben, sonst kommt das Geschenk wieder nicht an. Langsam habe ich ein Schlückchen zu viel gehabt von dem... Das glaube ich auch. Feinen, von dem... Ich gehe mich jetzt hinlegen. Ich glaube, ich nehme den Rest für mich. Oder? Ja, ich gehe mich hinlegen. Ja. Das hat keinen Wert mehr jetzt. Nein, jetzt ist gut. Ich bin ein bisschen müde. Bist du immer noch da? Ja, jetzt habe ich noch was im Krügli, du. Ein Schlüffeli nehmen, da. So, Liste weiterschreiben, hä?
Liste weiter. 7, ein Geschenkli. Meine Geschenkli-Liste. So. So. Ja, habe ich einen Krampf heute, du. So. Tschüss zusammen. Lieben Gruß vom Stanislaus. Samichlaus, jetzt sage ich den Seich auch noch. Tschüss zusammen.